Jetzt wird es wahrscheinlich ganz banal, aber es wird auch vielleicht ganz interessant, nämlich wenn es um das Thema Rührei geht. Wie macht man ein richtiges Rührei? Heute machen wir so ein richtiges, schönes Trüffelrührei und da gibt es auch ein paar Tricks. Ich weiß, es ist vielleicht einer meiner größten Erfolge in meinem Leben, denn ich habe in meinem Leben über, würde man sagen, 4000 Sendungen gemacht. Und das Größte ist dann, wenn man in Berlin durch die Stadt fährt mit dem Taxifahrer und dann sagt er, Herr Lafer, ich kenne Sie. Sage ich, woher kennen Sie mich denn? Ja, vom Fernsehen. Und wissen Sie was? Ich habe einmal gesehen, wie Sie Rührei machen und seitdem mache ich immer das Rührei nach Ihrem Rezept. Da sehen Sie mal, wie weit ich gekommen bin. Aber ich glaube, es ist wirklich ein besonderes Rührei. Deswegen verrate ich euch das jetzt. Ja? Ich habe hier vorne so ein schönes Brot, also Bauernbrot, schon mal angeröstet in Thymian. Hier mit Knoblauch, mit Lorbeer, Rosmarin in Olivenöl. Das kann man schon mal ausmachen da, denn wir kümmern uns jetzt wirklich um das besondere Rührei. Also beginnen tun wir schon einmal mit einer kalten Pfanne. Diese Pfanne ist kalt, keine warme Pfanne. Bereiten als erstes vor die Eier. Und zwar, wir machen jetzt mal, so würde ich sagen, für die Pfanne 5 Stück. 5 ganze Eier rein da. Guck mal, wie die unterschiedlich gelb sind. Ha? Das ist wahnsinnig. Vielleicht hat das was damit zu tun, wer die angefasst hat, oder? So, jetzt machen wir hier die Platte an. Und jetzt gebe ich erstmal hinein hier so Trüffelbutter oder normale Butter. Ich nehme also Trüffelbutter, weil es ein Trüffelrührei wird. So, eine weiße Trüffelbutter. Die lasse ich jetzt ganz leicht schmelzen, aber ganz leicht, ja? Auf keinen Fall zu heiß, sondern sie muss so nur ein bisschen aufschäumen. Dann gebe ich zu den Eiern dazu ein bisschen Salz. Dann gebe ich rein, ganz wichtig jetzt hier, das ist nämlich geschlagene Sahne. So, halbsteif geschlagene Sahne. Und jetzt mische ich das Ei vorsichtig mit der Sahne. Und zwar nur so ganz leicht. Ihr seht hier, das ist noch nicht komplett gemischt. Ja? Da ist noch das Eigelb so ein bisschen vom Eiweiß und von der Sahne getrennt. Jetzt schütte ich das da rein. So. Und erst jetzt schalte ich den Ofen ein bisschen höher und warte eine Sekunde, bis sich unten so ein kleiner, leichter Schutzfilm bildet. Holme zwischenzeitlich schon mal noch ein bisschen Petersilie zum Schluss zum Reingeben. Aber erstmal warten wir hier. So, und jetzt geht's los. Jetzt schiebt man, seht ihr es hier? Mit dem Kochlöffel oder einer Gummispachtel schiebt man jetzt das Ei von außen nach innen. Und dann kann man sehen, wie in der Mitte so eine Blüte entsteht. Könnt ihr das sehen? Schön zusammenschieben. Immer von außen nach innen. Ja? Bis es richtig schön soft ist. Und was ganz wichtig ist natürlich ist, gleich jetzt den Herd ausschalten, denn natürlich die Pfanne, die speichert ja die Wärme. Und wenn ich jetzt das zu lange lassen würde, dann habe ich ein Problem. Dann hätte ich so ein richtiges, komplett festes Rührei. Seht ihr hier? So. Und jetzt
Nehmen wir einfach hier so eine Pfanne. So würde ich das dann auch servieren zum Frühstück. Und setze jetzt hier so dieses lockere Rührei auf unser geröstetes Bauernbrot. Ganz wichtig, nicht sparsam sein. So. Und jetzt, Leute. Herrlich. Gut gewürzt. Schön. Trüffelaroma. Und jetzt natürlich ich habe jetzt einen großen Nachteil. Ihr müsst es noch machen. Ich kann es jetzt essen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr dann morgens aufsteht und es gibt so ein tolles Rührei und dann sagt der Schatz, ich habe dir was Besonderes vorbereitet, kann ich euch versprechen, der Tag ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Rührei mit Trüffel und liebe Taxifahrer, jetzt müsst ihr mich darauf ansprechen. Jetzt wisst ihr, glaube ich, alle, wie es geht. Das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com.